Hi, ich bin Moritz. Digitalisierung ist in Freiburg schon sehr weit fortgeschritten, aber es gibt immer noch viel zu tun. Deshalb fordern wir kostenloses, freies WLAN in der Innenstadt, in den Stadtteilzentren und an öffentlichen Plätzen. Damit Leute, die sich keinen Handyvertrag leisten können, trotzdem am Internet beteiligt werden und auch Freelancer nicht in ihrem Büro arbeiten müssen. Damit können wir die Smart City Freiburg weiter voranbringen. Wir fordern außerdem auch in dem Bereich Start-up-Förderung und wir fordern, dass die Stadtverwaltung endlich ihre Dienste vernünftig digitalisiert. Und zwar nicht in Form von einer Freiburg-App, sondern auf einer Website, leicht zugänglich und einfach zu nutzen. Neue Technologien und Möglichkeiten wie das Internet of Things müssen stärker gefördert werden, damit wir zum Beispiel Feinstaubsensoren in der ganzen Stadt haben und selber verlässlichere Messwerte erheben können. Auch in der Schule ist Digitalisierung ein wichtiges Thema und wir als Stadt können die Ausstattung beeinflussen. Es gibt Gelder, aber es gibt kein einheitliches Konzept für alle Freiburger Schulen. Das heißt, jede Schule kocht momentan ihr eigenes Süppchen, kauft eigene EDV-Systeme, schult ihre Lehrer und Mitarbeiter selber und hat keinen einheitlichen Support. Das wollen wir ändern. Wir wollen ein zentrales System für alle Freiburger Schulen. Die gleiche Ausstattung, die gleichen EDV-Systeme, damit wir alle Lehrer und Schüler gleich schulen können und uns damit sehr viele Ressourcen sparen. Ein wichtiger Bestandteil der Digitalisierung ist aber auch digitale Grundbildung. Damit wir alle Menschen bei der Digitalisierung mitnehmen können und sich niemand ausgeschlossen fühlt, müssen wir Bildungsangebote für alle Menschen in Freiburg anbieten. Wir können keine digitalen Ämter und digitale Fahrscheinautomaten einführen, wenn die Garmente keiner benutzen kann. Jeder muss in der Lage sein, diese Technologie zu nutzen. Genau dafür wollen wir ein Haus der digitalen Kultur. Hier können Leute niederschwellig Bildungsangebote wahrnehmen, können mit ihrem Smartphone kommen, um simple Fragen beantwortet zu bekommen oder an längeren Schulungen teilnehmen. Außerdem gibt es dort ein Digitallabor, um Technik erlebbar zu machen. Mehr dazu findet ihr in unserem Wahlprogramm.